Hallo, mein Name ist Sabine Pohl. Ich habe das Modell Quad von der Firma Elektrofrosch. Ich habe mir damals ein Elektrofahrrad gekauft und dann habe ich mit dem Quad verglichen. Der war gar nicht viel teurer und habe gesagt, oh, dafür kriege ich sogar ein richtiges Fahrzeug, habe ein Dach über dem Kopf, fahre auch elektrisch, aber ich kriege den Hund besser mit rein. Und der Spaß mit dem Hund ist für mich immer das Allergrößte. Zuerst habe ich gedacht, na, wird sie einsteigen oder wird sie nicht einsteigen? Heute ist es inzwischen so, mein Hund ist schneller drin als ich. Und dann fahren wir beide. Sie guckt teilweise aus dem Fenster, weil sie das so interessiert. Die Luft ist raus, sie guckt schon, sind wir oben, kommen wir schon bei den Freundinnen an, sind die anderen Hunde schon da. Sie legt während der Fahrt den Kopf auf meine Schulter, wo ich auch so lächeln muss. Und das ist einfach nur toll, weil es ist einfach ein irres Fahrgefühl. Man gibt Gas und man rauscht sofort los. Und keiner denkt, dass wir so schnell sind. Ich fahre auch nicht mehr an der Seite, ich fahre in der Mitte, weil die Autos brauchen mich nicht überholen. Und sie merken es auch, weil ich genauso schnell bin. Und wenn wir einkaufen fahren, macht es auch Spaß, weil früher musste ich irgendwie bei Netto anbinden draußen. In dem Kleinen lasse ich sie drin, mache hinten die beiden Scheiben auf Kippe. Amy kriegt frische Luft. Die Hauptscheiben drehe ich auch noch ein bisschen runter. Ich gehe einkaufen, komme ganz entspannt wieder, weiß, mein Hund geht es gut. Ich brauche nichts mehr tragen, brauche kein großes Auto, packe alles hinten in meine kleine Kiste rein. Und wenn ich nach Hause komme und an der Treppe stehe und habe 4, 5 Einkaufstaschen voll, dann sage ich auch, Hammer, ich brauche kein großes Auto mehr zum Einkaufen. Also von der Reichweite her habe ich so das Gefühl, ich fahre zum Hundeverein, das sind so gut 20 Kilometer. Ich fahre hin und zurück und komme nach Hause und tanke ihn wieder voll, aber das heißt volltanken. Ich packe ihn wieder an meinen Strom und er zeigt nicht einmal irgendein Balken, dass er irgendwo Stromschwäche hätte. Und vom Verbrauch her, das ist natürlich obercool, ich fahre nach Hause, lade Hausstrom. Das sind vielleicht 2 Einheiten, die ich verbrauche. Der ist ruckzuck wieder aufgeladen. Und vor allen Dingen, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ich habe immer sofort jemanden am Telefon gehabt. Ich habe sogar den Monteur, ich hatte mal eine Kleinigkeit zu reparieren. Ich habe seine WhatsApp-Nummer gehabt. Ich konnte mit ihm selber telefonieren, anrufen und fragen, können Sie mir helfen, können wir irgendwas machen? Und er war sofort persönlich dran. Ja, ich habe eigentlich viel mehr Spaß, weil ich viel freier bin, viel mehr rauskomme, weil ich auf dem Dorf wohne. Und hier steige ich ein und egal, ob es im Winter ist, egal, wo ich hin will, ich komme ganz schnell mal irgendwo hin. Ich treffe mich mit Freundinnen. Ich musste jedes Mal das große Auto rausnehmen. Das hat mich eingeschränkt. Da habe ich manchmal überlegt, fahre ich da jetzt wirklich runter? Habe ich Lust zu? Weil immer mit dem Auto los. Und hier, ich mache Termin, so alles klar, ich bin in 5 Minuten da. Freundin ruft an, hast du Lust, eine Gassi-Runde? Ich bin da. Schneller kann sie sich gar nicht anziehen, als wir unten sind. Und das macht mir Spaß. Das gibt mir viel mehr Freude und Freiheiten. Und das Schöne ist, weil wir eine kleine Familie sind, passe ich hier rein, mein Hund passt rein und meine Mama oder eine Freundin passt noch mit rein. Und die Leute gucken alle und Mama sitzt dann hinten und winkt. Die Leute machen alle Daumen hoch. Und wenn 2 hinten drin sitzen, das toppt das Ganze nochmal. Auch eine Freundin war mit drin, die hat gejuchzt vor Freude. Sie hätte nie gedacht, dass wir da alle Mann reinpassen. Alles, es geht kein Fußgänger an dir vorbei, der sich nicht umdreht. Kleine Kinder winken mir zu, wo ich auch sage, ey, hallo, es ist toll. Es macht einfach Spaß. Und jeder zweite Satz ist bei uns, da ist ja sogar ein Hund im Auto. Man kann nur Spaß haben, also anders geht's gar nicht. Und das ist das, weswegen auch das Fazit da ist. Ich will Spaß haben.